Ich heiße Sie herzlich willkommen, freue mich, dass wir uns insofern verbessert haben, weil ich in den letzten Tagen ja durch wilde Verfolgungsjagden, ausgelöst durch die Bankenlandschaft Österreichs, gezwungen war, über das Handy Live-Übertragungen insofern auf Plätze oder auf Orte vornehmen zu lassen, damit mich Leute, die mich hören wollen und die von weit angereist sind, um mich hören zu können, dort wenigstens hören können, weil sie mich nicht mehr sehen dürfen. Jetzt muss man sich einmal diese Situation vorstellen. Würden wir jetzt eine Verfilmung sehen aus einer Zeit wie Im Namen der Rose, ja, die im 14., 15. Jahrhundert spielt, dann wäre es völlig normal, dass wir dort inquisitionsähnliche Verfolgungsjagden uns anschauen können und uns darüber amüsieren, wie dumm die Menschen eigentlich damals gewesen sind, weil sie sich von einer Spezialorganisation der Kirche so unterdrücken haben lassen, dass sie sich den Mund verbieten lassen mussten. So, wir leben jetzt aber im 21. Jahrhundert. Und es ist relativ interessant, wenn ich die Einleiteworte vom Herrn Angerer jetzt dem zugrunde lege, wie schön er das erzählt hat, und ich habe herausgehört, so hatte ich ihn noch nicht kennengelernt. Ich habe auch einen gewissen Romantiker aus ihm herausgehört. Ich bin es letztlich auch, weil es ist schwierig, über eine Gruppe oder über eine Gesellschaft zu erzählen, vor der man wirklich Angst haben muss. Und zwar dieselbe Angst, wie sie beispielsweise ein Galilei im 17. Jahrhundert hatte. Also ich weiß nicht, wann es genau war, 1623 oder 1621, seine Behauptung über die Beobachtung der Planeten zurücknehmen musste. Und es ist relativ bekannt, man hat ihn unter Hausarrest gestellt und dann hat es einen Kompromiss gegeben. Da gibt es dann auch eine berühmte Aussage von ihm, die hat gelautet, e pur si muove. Das heißt übersetzt, und sie bewegt sich doch. Damit hat er gemeint die Erde, weil die Kirche hat damals bestritten, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. Und der Galilei hat gesagt, nein, die Sonne ist der Fixpunkt und nicht die Erde. Und die Erde bewegt sich um die Sonne. Und es hat damals einen Kompromiss gegeben. Und ich überlege jetzt gerade, also so ungefähr 400 Jahre später, nach dem Galilei, welchen Kompromiss ich möglicherweise eingehen müsste mit dieser Machtapparatur. Ich habe mich ja jetzt mittlerweile vom Facelifting her etwas verändert, für die Geheimagenten, die mir alle hinterher trotten. Und ich möchte ja nicht das Image bekommen wie der Osama Bin Laden mit einem langen Bart, möglicherweise in Zukunft in irgendeiner Höhle wo zu sitzen und dort Geheimbotschaften an seine Anhänger auszusenden. Aber wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte auseinandergesetzt hat, dann wird man drauf kommen, dass es eigentlich immer so war, es war bei den Christen auch so. Und der Kaiser Konstantin hat ja im Jahr 326 ein Erlebnis gehabt in der Nacht und hat nach einem Sieg, es war in Rom, am Tiber, hat es eine Schlacht gegeben, und hat nach seinem Sieg den Triumph dem Christentum zugeordnet, weil er vom Christentum eine Botschaft bekommen hat. Und einige Jahre später war das Christentum legalisiert. Aber bis dorthin haben diese Leute, die Christen, einen Glauben verbreitet, der unterdrückt werden musste. Weil es der Glaube der Befreiung war, weil es der Glaube der Erlösung war. So, das heißt jetzt aber nicht, dass diese Legalisierung dann ab dem 4. Jahrhundert dazu geführt hat, dass wir heute im 21. Jahrhundert es auch legalisiert haben, den Glauben ans Geldsystem in Frage zu stellen. Denn das ist noch nicht legal. Daher müssen Übertragungen so stattfinden, dass Menschen, die mich persönlich kennenlernen wollen und die mich auch, glaube ich, kennenlernen müssen, weil für mich ist jede Begegnung immer ein schönes Erlebnis, dass man denen das verhindert oder besser gesagt, dass man den, der gehört oder gesehen werden will, daran hindert, zu diesen Menschen zu kommen. Das ist schon ein relativ interessantes Erlebnis, dass wir sowas im 21. Jahrhundert erleben. Weil, so wie es der Günther völlig richtig gesagt hat vorhin, wir stehen von unserer moralischen und von unserer ethischen Entwicklung her an einem Punkt, wo wir mit Überzeugung wissen,
dass es überhaupt nicht notwendig ist, auch nur irgendeine Gewaltanwendung zur Tatsache werden zu lassen, um ein Recht, auf das das Volk einen Anspruch stellt, durchsetzen zu können. Das muss man nicht mit Gewalt tun. Das kann man völlig friedlich und demokratisch tun. Und das ist das, was der Günther vorhin angesprochen hat. Weil, wissen Sie, wenn man über den Bankster Club nachdenkt, über den es immer mehr jetzt Aufregungen gibt, weil er große Wellen schlägt. Nur warum schlägt er große Wellen? Weil da Dinge drinnen stehen, wo sich vielleicht einige Aufsichtsräte oder Vorstände oder Landeshauptleute irgendwo brüskiert fühlen könnten, bis zum Bundeskanzler hinauf. Ich will hier absolut niemanden brüskieren mit diesem Buch und mit dieser Geschichte, sondern ich möchte einfach einen Vorschlag unterbreiten, und zwar einen friedlichen Vorschlag. Und dieser friedliche Vorschlag schaut ganz einfach so aus, dass ich sage, wenn es bereits in Deutschland Gerichtsentscheidungen gibt, und das sind Präzedenzfälle, die wir jetzt vor circa 3 Wochen erzielt haben, ja, und wir haben das Urteil bereits in Händen und arbeiten fieberhaft an einer Sammelklage. Es ist mittlerweile in einem deutschen Gericht in Kempten vor circa 3 Wochen ein Urteil ergangen, aus dem nachgewiesen werden konnte, erschlossen aus Indizien, dass die Banken die Kredite, die sie an Kreditnehmer oder an Haushalte oder an Private vergeben, auch an Gewerbetreibende, dass das kein Geld ist, das die Banken sich von einer Zentralbank ausgeliehen haben oder von einem Sparer, sondern dass das Geld ist, das sie selbst erfunden haben im Computer. Das ist natürlich eine furchtbare Tragödie. Nur sind das ja nicht irgendwelche Leute, die das erkannt haben und dem auf der Spur waren jahrelang, sondern das sind Leute, die auf den Wirtschaftsuniversitäten in mehreren europäischen Staaten an führenden Universitäten unterrichten. Und diese Leute haben über jahrelange Beobachtungen und Studien, weil sie ja gleichzeitig auch in Funktionen waren von Aufsichtsräten, außerdem mussten sie selbst Wirtschaftsprüfer von Bankbilanzen sein. Und das waren ja nicht nur eine Bank, sondern das waren oft 20, 30, 40. Das heißt, man konnte sich ja gute Bilder davon machen, wie dieses Bankgeschäft funktioniert. Und dieses Bankgeschäft funktioniert offenbar so, dass ein Gericht in Deutschland nicht mehr klären kann, weil die Bank nicht in der Lage ist, zu beweisen, woher sie das Geld genommen hat, das sie diesem Kreditnehmer ausgefolgt hat. Das ist eine sehr brenzliche Situation. Aber das ist nur eine, weil die betrifft gar nicht einmal mich. Das werden die betreffenden Leute, wenn wir dann zum Sturm auf die Festung blasen, die werden das dann von dieser Seite hören. Weil wir sind ja in Vorbereitung auf eine Maßnahme. Weil letztlich kann es ja nicht sein, dass wenn man einsieht oder erkennt, dass der österreichische Bankenapparat auch nur ein Banksterclub ist, der letztlich genauso das Ziel hat, die österreichischen Bürger und vor allem die Kleinen, die Wehrlosen, zu enteignen, der auch jährlich hunderttausende Prozesse führt, wo er Kredite eintreibt, die möglicherweise erdrogen sind. Und das ist eine ernste Sache, weil ich kann nicht hergehen und Leute verfolgen, exekutieren, die aufgrund unterschiedlichster Umstände, Lebensumstände oder familiärer Umstände einfach nicht mehr ihre Kredite tilgen oder bedienen können, die in Zahlungssäumigkeiten hineinschlittern, aber Haftungen eingegangen sind und dann plötzlich auf die Straße gesetzt werden. Und dann kommt man später drauf, dass diese Gelder, die da angeblich vergeben worden sind, Gelder waren, die die Banken erfunden haben in ihren Buchungssystemen. Und wir haben mittlerweile Gutachten, wo wir das zugrunde gelegt haben und unter dieser Zugrundelegung auch Gerichtsurteile erwirkt. So, das stellt natürlich das ganze System in Frage. Und da landen Sie bei der Tatsache, dass Sie plötzlich, wenn Sie einen Banker unter die Lupe nehmen, öffentlich, den Lichtkegel auf ihn werfen, taucht plötzlich ein Rudel von Helfern auf.
Und diese Helfer sitzen überall. Die sitzen in den Staatsanwaltschaften, die sitzen in der Justiz, die sitzen in der Finanzmarktaufsichtsbehörde, weil die Finanzmarktaufsichtsbehörde wird zu 75% von den österreichischen Banken finanziert. Na, wessen Interessen wird sie vertreten? Weil die FMA hätte kein Geld, wenn die Banken ihr nicht geben würde. Ja, so einfach ist es. Also es ist völlig wurscht, wo man hinschaut. Diese ganzen Helfer, die dann da auftauchen, auch in der Justiz, am liebsten sind mir ja die in der Politik. Diese ganzen Helfer, die kriegen alle Geld. Deswegen helfen die dann den Banken. Also so ist unsere Welt. Und diese Banken haben sich jetzt in diesem Verhältnis herausgestellt als Kirche, die Inquisition betreibt, die Leute wie mich verfolgen lässt und eine Beugehaft beantragt, weil sie der Meinung ist, so hatte ich es jetzt vor kurzem erfahren, nach meinem Wochenende aus Berlin oder was vorher? Nein, nachher. Ja? Na, wo vorher war es? Ja? Am Freitag war ja dieser Vorfall. Stellt sich heraus, dass die Banken eigentlich das Gleiche tun wie die Kirchen vor 500 Jahren. Die schalten ihren Justizapparat ein. Und wenn man gegen die Banken was unternimmt, wenn man beispielsweise Anzeigen wo einreicht, gegen Vorstände, gegen Aufsichtsräte, na, dann wird auch dort, wo es notwendig ist, die entsprechende Marionette hingesetzt. Oder es wird so gemacht, dass man halt den Akt zu jemandem hinlenken lässt, der möglicherweise Interessen vertritt. Weil was glauben Sie, wie würde beispielsweise die Tochter eines Raiffeisen-Generals über eine Anzeige entscheiden, die gegen die Raiffeisen oder die gegen eine nahestehende Bank eingereicht wird, wo beispielsweise Ihr Vorname direkt neben dem Namen des Herrn Generaldirektors der Steiermärkischen Sparkasse im Internet steht und die Staatsanwältin ist. Und wenn eine Anzeige gegen die Mitarbeiter der Bank oder gegen die Rechtsanwälte dieser Bank eingereicht werden, dann landen diese Anzeigen auf dem Tisch dieser Raiffeisen-Generaltochter oder Ex-Raiffeisen-Generaltochter und die schlagt das dann nieder in ein paar Tagen. Das heißt, das ist aber nur ein Einzelfall. Im Salzburger Fall hat das Ministerium angeordnet, beispielsweise eine Prüfung einzuleiten auf Verdacht des Amtsmissbrauchs gegen die Oberstaatsanwaltschaft in Salzburg, gegen das Oberlandesgericht in Salzburg und gegen die Staatsanwaltschaft in Salzburg. Weil auch dort merkwürdigerweise immer Widerstandsbewegungen, wo man sagt, hey, das läuft nicht mit rechten Dingen ab hier in dieser Bank, wenn das so ist. Und dann werden Anzeigen gemacht, weil ein Bürger legt ja Wert und Anspruch auf sein Recht, dass er sagt, na, wenn ich zivilrechtlich weder die Mittel habe, noch die Anwälte, diese Elite-Kämpfer da, ja, engagieren kann und mich nicht mehr wehren kann, weil meine Rechtsmittel ausgeschöpft sind, dann kann mir nur mehr die Staatsgewalt helfen. Und wenn ich dann feststelle, dass diese Staatsgewalt eigentlich nicht mir hilft, sondern denen hilft, dann lande ich in einer Zeit, die wir vor 400, 500, 600 Jahren hatten. Es hat sich nicht geändert. Es schaut nur etwas komplizierter aus und etwas eleganter, weil heute laufen wir halt, ich habe das halt extra für Sie angezogen, für Leoben, damit ich einmal wieder einen guten Eindruck hinterlassen wollte. Ich schaue zwar sehr ermüdet aus, das weiß ich, das ist mir völlig klar, aber die Strapazen der letzten Tage und Wochen waren nicht ohne. Ich verspreche Ihnen allerdings, ich werde daran arbeiten, dass das besser wird. Nur, ich bin jetzt in der Situation, und da möchte ich auf den Günther Anger jetzt noch zurückkommen, dass es wirklich darum geht, diesen Menschen das Gefühl zu geben, dass sie nicht verfolgt werden. Wir werden sie nicht verfolgen. Wir werden sie auch nicht einsperren. Und wir werden auch in keinster Form jetzt hergehen und ihnen irgendetwas antun, ihr Leben zerstören, ihre Familie, was auch immer. Das ist nicht der Sinn und Zweck der Sache. Bankster Club ist eine Milieustudie. Und das Faszinierende daran ist, dass aus einem Roman, den ich vertextet habe, weil letztlich ist es ein Roman, ja? Es ist ja eine Geschichte, die ja im Jahr 2017 endet. Und diesen letzten Teil, der im Jahr 2017 endet, den gibt es aber schon im Jahr 2015. So. Das heißt, es ist ein Roman. Das Einzige, was ich tue, ist, dass ich alles, was ich erlebe, vertexte.
Das heißt, diese Tatsachen, die Sie im Bankster Club nachlesen können, die habe ich alle erlebt. Es ist völlig egal, ob Sie auch diese Geschichte über das Phantom lesen, das habe ich alles erlebt. Also das sind meine Erlebnisse. Ja? Aber ich vertexte sie nicht als Sachbuch oder als Dokumentation, sondern als Fantasyfigur. Weil würde ich mich nicht in eine Fantasyfigur hineinversetzen können und mir vor Augen führen, dass das nackte Realität ist, was hier passiert. Ja? Dass uns unsere Regierung Gutachten und Expertisen vorenthält, die sie seit 4 oder 5 Jahren in Händen hält und aus denen eindeutig hervorgehen sollen, dass die Raiffeisen quasi das Geschenk war an die Schwarze Partei und an die Profiteure, die hinter der Raiffeisen stehen, an der ganzen Hyponotverstaatlichung. Es kann doch nicht sein, dass wir in einer Zeit leben, in der wir den Eindruck bekommen, dass diese Banker, die da die kleinen Leute verfolgen und enteignen und das mit ertrogenen und erdürkten Buchungskrediten, mit sogenannten Chiralgeld und dann aber quasi auf einer Grundlage, auf einer Rechtsgrundlage von Luft in der Lage sind, den Staat und die Staatsgewalt zu aktivieren, diese eigentlich betrogenen Bürger, denen man ja jahrelang völlig unberechtigt Kreditraten und Zinsen weggenommen hat, zu verfolgen. Und dann kommen sie drauf, dass es nicht nur die Justiz ist, die eigentlich in die falsche Richtung arbeitet, sondern dass da plötzlich auch Leute in der Regierung auftauchen, die einem den Eindruck vermitteln, dass sie einem was verschweigen müssen. Müssen! Weil niemand verhält sich so, wenn er etwas nicht zu verbergen hätte. Und unsere Opposition ist nicht in der Lage, sie hat kein Rechtsmittel, wenn die Regierungsparteien dagegen sind, es ist eine parlamentarische Abstimmung notwendig, brauchen sie die Mehrheit, ist nicht in der Lage, das zu sprengen. Das heißt, wir haben es mit einem System zu tun. Und dieses System nennt sich Bankster Club. Und dieser Bankster Club, der geht von einer kleinen regionalen Sparkasse über alle Ebenen der Aufsichtsbehörden, der Justizbehörden, der Regierungsämter, der Zentralbanken hinauf bis zu Wall Street. Das ganze System läuft bis ganz hinauf, ganz gleich runter ab, nämlich insofern, dass die Bankster alle unter Druck setzen können, weil ja alle von ihnen das Geld kriegen. Wer ist es? Die Regierungsparteien. So, die Energieversorger. So, die Industriebereiche, die Großen, die im Eigentum von wenigen stehen, ja? Die kriegen das ganze Geld, die Milliarden, weil die müssen ja finanziert werden, die brauchen wir ja auch für die Versorgung. Ja? Aber es sind dann plötzlich auch die Medien dabei und es kommen kleine Helfer über die Staatsgewalt, über die Justiz. Die hängen alle an der Krippe vorne in der ersten Reihe, wo die große Geldverteilung erfolgt. Und deswegen ist es so, dass wenn ihnen angedroht wird, diese Geldverteilung zu drosseln oder nicht mehr zu machen, wir werden Kreditlinien einfrieren, wir werden den IWF einschalten, wir werden die Ratingagenturen vorbeischicken, wir werden einen Waisenrat schicken, ob ihr noch das richtige Rating habt, ob ihr noch kreditwürdig seid. Sie können einen Staat ab morgen plötzlich um 20 Milliarden Euro Kosten mehr haben, wenn sie von den Ratingagenturen unter Druck gesetzt werden und die Zinsen erhöhen sich aufgrund eines wirklich sehr radikalen Einschnitts in ihrem Rating. Ja. Erhöhen sich die Zinsen um 3-4%. Das kann ganz schnell gehen, innerhalb von 1-4 Tagen haben sie plötzlich 20 Milliarden mehr, kriegen sie den Knebel angesetzt von den Bankern. Als Staat, als Volk, da müssen sie dann als Finanzminister hergehen und einen Kniefall machen. Und vor der IWF-Direktorin, vor der Christine Lagarde, die halt vom Internationalen Währungsfonds überall auftritt mittlerweile, das macht jetzt schon Schule, und ihre Vorschläge macht über die Wirtschaftspolitik und über die Arbeitspolitik, die die Banker betreiben sollen. Weil sie will vielleicht möglicherweise nach außen hin den Eindruck erwecken, dass sie ein soziales Wertegefühl hat. Das weiß ich nicht. Ob man das von diesen Bankern noch erwarten kann. Ob man es vielleicht noch von der Regierung erwarten kann. Weil diese Gruppe, die sich da aufzeichnet und die bis nach Brüssel hinaufgeht, zeichnet uns eine Tragödie auf.
eine Tragödie, dass wir gescheitert sind. Insofern, dass wir es nicht erkennen konnten, dass diese Menschen die Demokratie versaut haben. Sie haben uns einen Zustand hinterlassen, der uns kein Gefühl von Rechtssicherheit mehr gibt. Wenn Sie heute im Alltag darüber nachdenken, was Sie wo hören oder auffangen oder welches Gerücht Sie auffangen, Sie sagen, ja, das haben wir immer schon gewusst, das ist ja immer so gleich. Aber wir tun nichts. Wir sagen zwar, wir haben es immer schon gewusst, aber was soll man dagegen machen? Das ist die häufigste Reaktion. Man kann was dagegen machen. Und diese Tragödie ist, dass diese Leute darauf vertrauen, dass der Großteil und die Mehrheit das einfach permanent in sich in den Bord hineinnuschelt und wirklich nichts tut. Und dabei wäre es so einfach. Weil letztlich besteht ja das Ziel, und das ist meine Botschaft durch Bankster Club, ist ja nicht die, dass ich jetzt irgendein Territorium erobern will oder unter Beschlag nehmen will, sondern ich möchte ganz einfach meinen Bundeskanzler. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich kenne auch, gut, den Herrn Spindelegger, ich muss ihm an dieser Stelle gleich meine Entschuldigung vorausschicken. Wir haben vor knapp 2 Monaten ausgemacht, dass ich mich melde und einen Termin mit ihm vereinbare. Ich bin bis jetzt nicht dazu gekommen, deswegen schaue ich so müde aus. Aber ich möchte diese Menschen einladen, meine Hand um ihre Schulter legen und sagen, Freunde, unter uns, es gibt 2 Möglichkeiten. Ihr seid zu blöd, dass ihr kapiert, was da passiert, oder ihr steckt mit denen unter einer Decke. Aber ihr könnt es doch nicht ernst meinen, dass ihr das noch weiter fortsetzen wollt. Dieses Spiel, dieses Verdunkeln, dieses Vertuschen von Zusammenhängen, von Profiteuren, von Seilschaften, die da im Hintergrund stattfinden, das muss doch bitte einmal ein Ende haben. Ihr könnt es doch nicht glauben, dass wir das noch lange hinnehmen werden. Weil es kann doch nicht sein, dass die Banken auffallend oft profitieren von neuen Gesetzeslagen. Und egal, wann man in den letzten 4, 5 Wochen die Medien sich genauer angeschaut hat, man hat überall immer nur negative Nachrichten gehört. Insofern negative Nachrichten, bei einigen ist es, glaube ich, bekannt aus meiner TV-Konfrontation mit dem Herrn Spindelegger, dass damals ich darauf hingewiesen habe, dass es merkwürdig ist, dass 5 Tage nach den EU-Wahlen Ende Mai plötzlich unser größter Geldhüter, ja, hergeht und über seinen Finanzstabilitätsbericht veröffentlicht, aber das nur so sehr gepflegt und gefiltert, weil die Mainstream-Medien haben kein Wort darüber verloren. Weil stellen Sie sich vor, die Kronenzeitung, die Bunte, News oder was auch immer, würde ganz vorne auf dem Titelblatt, das müsste man, ja, schreiben, EZB-Chef Mario Draghi, beziehungsweise sein Vize, warnen die Großinvestoren und die Banken vor einem Crash. Und sie warnen auch wörtlich davor, sich zu schützen und Vorsorge zu treffen, weil sie auf gewisse Geldblasen hinweisen. Und wir wissen, Blasen platzen immer wieder nach einer gewissen Zeit. Es gibt keine Blase, die endlos lang wachsen kann. Irgendwann einmal platzt jede Blase. Und auf das hat sie hingewiesen, weil das ist ihre Aufgabe, ja, zu prüfen. Aber das macht sie dann, indem sie diese Veröffentlichung erst nach Wahlen vornimmt, wo man eigentlich, wenn man es gewusst hätte und wenn man in der letzten Woche vor der EU-Wahl in jeder europäischen Zeitung auf dem Titelblatt gelesen hätte, der Chef der Europäischen Zentralbank warnt alle vor einem Crash, sie sollten Vorsorge treffen und sich schützen. Und das landet nicht in den Medien. Dann fragen Sie sich natürlich, warum das nicht so ist, weil würden die Leute dann darauf reagieren, wie jeder vernunftbegabte Mensch reagieren würde, dann hätten sie diese Zustände wie erst vor kurzem in Rumänien oder wo auch immer. Also hier wird etwas geschützt, hier wird ein System geschützt. Diesen Bankstern ist es gelungen, unsere Regierungen für sich einzuvernehmen, weil die von ihnen abhängig sind. Unsere Medien für sich einzuvernehmen, weil auch die von ihnen abhängig sind, weil Medien können nicht überleben, wenn sie kein Geld mehr kriegen. Und auch Medien haben schlechtere unternehmerische Phasen, die sie durchtauchen müssen. Und dann brauchen sie Kredite und dann brauchen sie Banken. Also auch dort haben wir plötzlich Dinge, die ja dann so zum Ausdruck kommen, dass sich die Raiffeisen ja an mehreren Medien, ja, ist sie ja auch beteiligt, wenn ich nur jetzt diese Bank hernehmen darf. Ja? Also da stellt man dann plötzlich fest, dass die alle, die davon abhängig sind, ihr nicht nur helfen, sondern
dass diese sich nur dann als die herausstellen können, die sie behaupten zu sein, wenn man ihnen diese Frage stellt und ein Bekenntnis von ihnen fordert. Und dieses Bekenntnis kann nur so sein, und das ist der Vorschlag im Bankster Club, dass ich euch sage, lieber Herr Feimann, lieber Herr Spindelegger, setzen wir uns hin. Ja? Ich lege wirklich freundlich meine Arme um deren Schultern und sage, und jetzt reden wir mal über dieses System, wie das funktioniert. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sehen das ein und erkennen das als Chance, als historische Chance, und sagen, na, wenn die Demokratie vom Kapital untergraben wird, dann müssen wir der Demokratie wieder diese Kraft, diese Stärke, diese Freude, diese Sprunghaftigkeit, ja, und diesen Lebensgeist zurückgeben. Weil die Menschen glauben nicht mehr an die Demokratie. Wir haben bei der EU-Wahl knapp 30% Wählerbeteiligung gehabt. 70% glauben an etwas. An irgendetwas muss man ja glauben, weil an den Wert des Geldes kann man nicht mehr glauben. An die Vertraulichkeit der Banken auch nicht. Und der Herr Dr. Fritz Kleiner hat ja erst vor kurzem nicht umsonst in der Zeitung verlautbart, er vertraut überhaupt keiner Bilanz mehr. Ja, na gut, das tue ich auch nicht, nur lasst man mich verfolgen mit der Staatsgewalt. Also wir haben eigentlich eine Situation, wo die Menschen auch an die Demokratie nicht mehr glauben. Weil wenn 30% von 500 Millionen, oder ich weiß nicht, wie viele Wählerbeteiligte wir haben in Europa, ja, nur wählen gehen, dann will die Mehrheit gar nicht mehr. Sie anerkennt dieses System nicht, aber sie schläft nicht. Und das ist das, was diese Herrschaften, die da oben sind, glaube ich, nicht erkennen. Weil diese Form der Vernetzung, die hier besteht, reicht in eine Mitgliederanzahl, die Millionengrenze weit übersteigt. Und es ist für mich faszinierend zu beobachten, dass die Reaktionen auf dieses Buch nicht nur diese Verfolgungsmaßnahmen sind, sondern auch Maßnahmen, die dann von Regierungsmitgliedern getroffen werden. Weil es geht ja jetzt letztlich darum, diese Verdunkelungen, die man da vornehmen muss, die da passiert sind, mit dieser Hyponotverstaatlichung, in die Länge zu schieben, immer weiter zu verduschen und möglichst selten in den Medien zu haben. Die machen das ja sehr geschickt, weil ich habe schon ein, zwei Mal erwähnt, es hat vor kurzem, ich glaube es war vor 2 oder 3 Monaten, hat man den Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisen Landesbank Steiermark abberufen. Kurzfristig. Es gibt da unterschiedliche Gerüchte, die da gestreut werden. Angeblich hat er sich für während des großen Bauprojekts in Messendorf, wo das Rechenzentrum der Raiffeisen, das muss man sich mal anschauen, das schaut aus wie Fort Knox. Sie haben dort einen 100 Meter langen, reinen Betontrakt, ja, 50 Meter breit, umzäunt, wie bei einer Strafvollzugsanstalt und alle 3 Meter Videokameras. Also man müsste eigentlich dort irgendeine Pilgerstätte machen draus, ja, wo die Bank- und Geldgläubigen dort noch hinpilgern und sagen, das ist das Rechenzentrum der RZB Österreich. Das ist ein Riesentakt, das muss man sich wirklich einmal anschauen. Dass man sich bewusst wird, dass der Glaube in dieses System, die diese Bank da verkörpern oder repräsentieren will, dass dieser Glaube einfach nicht mehr gerechtfertigt ist. Und dass wir mit Recht diesen Glauben daran in Frage stellen dürfen, weil wir Zeuge davon werden, wie sich eine ganze Gruppe das Recht einräumt, das Vorrecht einräumt, unsere Regierungsvertreter, unsere Volksvertreter und die Leute, die unsere Interessen vertreten wollen, unter Druck setzen wollen. Sie medial kaputt machen. Sie verächtlich machen, ihnen die Sachwalter nachschicken und alle möglichen Tricks anwenden, um Leute mundtot zu machen. Ich habe von einer sehr bekannten, international bekannten, in Österreich kennt sie jeder, ja, ORF-Journalistin erfahren, die jetzt mittlerweile seit einiger Zeit seltener zu sehen ist, aber die hat sehr gerne Wirtschaftsjournalismus betrieben, vor allem auf investigative Weise, und die hat da einige Sachen aufgedeckt gehabt und ist aber dann leider irgendwann einmal darüber informiert worden, dass ihr Mann zusammengeschlagen worden ist von mehreren gewalttätigen Leuten, schwer. Und von dort weg hat sie aufgehört zu recherchieren und sie hat aufgehört, mehr in der Öffentlichkeit aufzutreten oder Tätigkeiten in diese Richtung zu unternehmen. Man muss sich, wenn man das
alles als Puzzleteil sieht und zusammenfügt, ja, dann muss man sich die Frage stellen, ob diese Schattenmacht, die da im Hintergrund uns alle unter Druck setzen kann, weil wir alle von ihr abhängig sind. Na bitte, ich wäre lieber ein Chefredakteur, der keine Bank braucht. Es wäre für mich als Chefredakteur einer großen Zeitung wie der Presse oder wie dem Standard oder wie News oder der Kleine Zeitung oder was auch immer, ja doch hervorragend, wenn ich die Freiheit hätte zu sagen, ich kann schreiben, was ich will. Weil ich brauche keine Bank. Aber so kann ich das nicht, weil ich brauche die Bank. Und diese Verhältnisse, diese Abhängigkeitsverhältnisse, die führen dazu, dass wir in einer Situation sind, wo wir über große Entfernung uns zusammenschließen müssen, sie mich wenigstens wahrnehmen können und sehen können und ich ihnen unter Beweis stelle, dass ich auch tatsächlich kommen wollte und die Absicht hatte, aber aus Sicherheitsgründen das nun mal nicht tun kann. Ich wäre liebend gern bei ihnen, würde mit ihnen dann auch später plaudern und auch die Bücher signieren, sollten sie welche haben wollen. Ich glaube, es sind unten welche aufgelegt und ich kann es ja wirklich nur empfehlen. Aber es ist so ein wahrer Kern daran, was der Günther Angerer in den Einleiteworten gesagt hat, dass es nämlich wirklich darum geht, diesen Leuten nicht das Gefühl zu vermitteln, dass man sie jetzt bestrafen will, weil es wäre ja absurd, wenn wir da alle als Vorsatztäter bestrafen wollen würden. Das wäre ja völlig absurd. Wir wollen aber auch nicht die Vorsatztäter in dem Sinne bestrafen, sondern wir wollen ganz einfach sagen, beenden wir das Kapitel Menschheit und Papiergeld. Beenden wir es. Es hat uns nur Streit gebracht. Es hat uns nur Krieg gebracht. Es hat uns Tränen gebracht. Es hat uns Leid gebracht. Es hat uns Hoffnungslosigkeit gebracht. Ich kriege jetzt ein Zeichen, eine Sekunde bitte. Pass auf, ich rufe dich. Wir machen jetzt eine kurze Pause, einverstanden? Wenn das ein Zeichen ist, dann machen wir eine kurze Pause. Ich melde mich dann. Ich habe jetzt letztens, als ich in Berlin war, haben mich Leute besucht, die aus Hamburg gekommen sind. Und da haben wir so geplaudert, weil wir über den Mond nachgedacht haben. Ja, und ich habe einmal ein Kapitel geschrieben in einem anderen Buch, das war der Pentateuch 1, glaube ich, wo ich das Thema vom Mond angesprochen habe. Und wenn ihr mir erlaubt, sie wäre halt jetzt ganz kurz. Sagen wir mal, es ist nicht esoterisch, es ist naturwissenschaftlich erklärbar, ja, warum wir nicht existieren würden, wenn es den Mond nicht gäbe. Und warum unser Leben so mit dem Mond zusammenhängt. Also wenn Sie jetzt Krebse, Seepferdchen oder was auch immer hernehmen, die orientieren sich auch am Mond, weil das Mondlicht, das silberne Mondlicht durch das Wasser die ganze Tierwelt in einen anderen Zustand versetzt, hormonell und auch spirituell. Und das ist bei uns natürlich auch so. Ne? Die Frauen haben ihren Zyklus, wir Männer haben auch unseren Zyklus. Ja? Also dieser Mond spielt eine sehr große Rolle. Und wenn es ihn nicht gäbe, dann würde es uns nicht geben. Und das lässt sich naturwissenschaftlich ganz simpel erklären, weil wir ja aus der Bewegungsmechanik von Isaac Newton wissen, dass sich ja Masse gegenseitig anzieht. Und wir wissen, dass auch der Mond die Erde anzieht. Und durch die Tatsache, dass er sie anzieht, bremst er ihre Rotationsgeschwindigkeit ab. Ja, so eine Bremswirkung. Würde es ihn nicht geben, wäre die Rotationsgeschwindigkeit der Erde dreimal so schnell. Das heißt, ein Tag würde 8 Stunden dauern und nicht 24. Und Sie hätten aufgrund dieser Rotationsgeschwindigkeit Stürme bis zu 4.000-5.000 Stundenkilometer, und zwar ständig. Ja? Weil sich ja der Massekörper schneller dreht. Ja? Und wenn Sie Stürme haben, heute schon von 200-300, wächst kein Baum. Und es wird auch kein Wesen heranwachsen können, das sich aufrichtet. Bei durchschnittlich 2.000, 3.000, 4.000 Stundenkilometer Stürmen. Also der Mond spielt eine große Rolle. Und irgendwie symbolisiert ein Naturgesetz, weil wir können das nicht umkehren und nicht umdrehen. Und ich habe das Gefühl, dass wir im Moment in einer Generation leben, wo sich ein Naturgesetz offenbar wieder neu durchzusetzen vermag. Nämlich diese Sehnsucht und diese Bedürfnisse nach Freiheit. Weil sie ist uns wirklich verloren gegangen. Also mir ist sie verloren gegangen. Das hängt jetzt aber nicht damit zusammen, dass mir Banken nachlaufen, weil sie Geld von mir wollen. Ja, im Gegenteil, ich muss denen nachlaufen, weil das ist ja schließlich auch ein Mitgrund gewesen, weshalb dieser Streit mit dieser steiermärkischen Sparkasse begonnen hat. Ja, aber die ist ja nicht die einzige. Da zählen andere auch noch
dazu, mit denen ich noch streiten muss. Aber ich will es nicht mehr. Ich habe mein ganzes Leben lang, wissen Sie, ich war mit 29 Aufsichtsratschef von meinem eigenen Unternehmen in der Schweiz. Wir waren eine Gruppe mit 2 Aktiengesellschaften, mit 5 GmbHs und waren in mehreren Ländern tätig. Hatte Familie, Haus, Hund, Kinder, alles. Ja? Aber wenn Sie sich mit denen anlegen, dann haben Sie keine Vorstellung davon, wie brutal und wie schonungslos dieses System sein kann. Wenn Sie Ihre Frau, mit der Sie 10 Jahre verheiratet sind, 2 Jahre lang durch die Scheibe, 15 Minuten, einmal in der Woche sprechen können, aber nie in den Arm nehmen können oder sonst irgendetwas, dann hat dieses System zur Folge, dass diese Radikalität von Maßnahmen zur Unterdrückung, weil es war damals letztlich auch nichts anderes, ja, zur Unterdrückung Menschenseelen zerstören, Menschen plötzlich in eine Ecke stellen, Menschen an den Pranger stellen und das oftmals zu Unrecht. Die Statistiken über diese Justizirrtümer, die werden natürlich nie veröffentlicht, aber ich wollte über dieses Thema nicht sprechen, wir wollten nur über den Bankstagup sprechen. Aber solche Dinge berühren und solche Dinge schaffen natürlich in der persönlichen Geschichte eine Wurzel, die ja irgendwo nie die Gelegenheit gehabt hat, auszubrechen und zu sagen, so, jetzt ist meine Zeit da. Und interessant ist, dass alle diese Leute, mit denen ich damals plötzlich in einem Konflikt gestanden bin, jetzt alle wieder in meine Gasse kommen und es werden immer mehr. Und ich bin halt jetzt durch diese Erlebnisse in die Situation gedrängt, dass ich sie da mit hineinreiße. Sie sind jetzt aber deswegen nicht Mittäter, aber sie sind Teil dieser Studie, weil der Teil 3 oder der Teil 2 wird bereits diese Erlebnisse, die wir haben, beinhalten. Weil das haben wir live erlebt. Wir sind in einem Krimi. Das ist Realität. Ich bin wirklich dazu gezwungen, mich eben zu verstecken. So, jetzt wird es mal warm, warte ein bisschen. So. Was steht da? Du kannst dein Leben nicht verlängern, aber du kannst es auch nicht verbreitern, aber du kannst es vertiefen. Schön. So, jetzt fangen wir zum Schwitzen an. Wollen Sie, dass ich Ihnen was über das Buch erzähle? Oder wollen Sie, dass ich dort weitermache, wo ich vorhin begonnen habe? Wir sind in einer Situation, die ist wirklich ernst. Sie ist ernst, weil wir da sitzen und glauben, dass unsere obersten politischen Anführer, und ich nehme jetzt gleich den Herrn Jean-Claude Juncker her, Folgendes sagen dürfen, ohne dass sich irgendjemand darüber beschwert. Er vertritt die Überzeugung, also jetzt wörtlich hat das, wenn ich jetzt wörtlich rezitiere, müsste das glaube ich so lauten, ja, wir beschließen einmal was und wenn sich die Leute aufregen, dann versuchen wir es halt irgendwie abzudämpfen und wenn es ernster wird, dann müssen wir sie halt anlügen. Das ist ein wörtliches Zitat. Das heißt, die Demokratie besteht darin, dass die Anführer, dass die von uns gewählten, von uns bestimmten Anführer die Überzeugung vertreten, dass man uns, wenn es um ernste Fragen geht, anlügen muss. Muss. Das ist ja ein Postulat, das er so ausgesprochen hat. Weil er ja sagt, das ergibt ja sonst keinen Sinn. Also es ist eine Forderung. Ja, wenn ich so einen politischen Anführer habe, dann weiß ich ja nicht mehr, wann sagt er denn mir jetzt die Wahrheit, weil ich kann ja dann nicht mehr beurteilen, was ernst oder nicht ernst ist. Weil mit Halbwahrheiten betreibt man ja Desinformation. Nicht? Was ja jetzt im Moment ganz aktuell auch im Streit und im Entstehen ist, und ich finde das furchtbar schade, ist diese Geschichte mit dieser Maschine, die jetzt vor ein paar Tagen abgestürzt oder abgeschossen wurde. Ich weiß es nicht, ich lese leider keine Zeitung, ich höre es nur immer wieder zufällig, entweder im Radio dort oder da. Aber mein Netzwerk liefert mir auch Informationen. Und wir haben Berichterstattungen von obersten russischen Militärs, die eine ganz andere Tatsache darlegen.
die mit einem kuriosen, und da erinnere ich mich an das Verschwinden von der malaysischen Maschine jetzt im März, am 8. März, die man ja bis heute noch nicht gefunden hat, weil man weiß mittlerweile, und das ist ja in den Medien schon gestanden, man kann die Kontrolle über eine Passagiermaschine übernehmen, über Satellit, über Internet funktioniert das, das geht. Das können Sie auch mit einem Handy schon, also mit einem Smartphone. Weil Sie brauchen ja nur die Software, um sich ins Flight Control System hinein zu hacken. Und jetzt ist es wieder passiert, nur jetzt weiß man, wo die Maschine ist. Aber wenn man da beispielsweise die anderen Medien sich auch noch anschaut, die internationalen, was die berichten, dann steht man vor der Frage, weil die Amerikaner wären technisch dazu in der Lage. Also das Pentagon wäre technisch in der Lage, über das Satellitennetzwerk, und das Pentagon hat 468 aktive Satelliten im Himmel, in Summe ca. 1072, also die anderen sind alle stillgelegt, die schwirren da oben herum, die haben 500 Satelliten im Himmel. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, du kannst mit diesem Satellitennetzwerk sofort die Kontrolle über jede Passagiermaschine übernehmen. Die verfügen über eine Technologie, die für uns noch gar nicht greifbar ist. Aber Sie brauchen sich nur vorstellen, was wir alles können. Wir können Funk, Kontakt dort und da, wir können Daten übertragen, wir können alles. Es ist nur mehr ein Krieg der gegenseitigen Manipulation und des Störens, den anderen zu stören. Also man kann alles. Das, was wir beispielsweise von den russischen Militärs gehört haben, von deren Satelliten, weil die haben das ja auch aufgezeichnet und aufgenommen, waren beispielsweise sonderbare, die haben nämlich die Flugbahn genau darstellen können, die diese Passagiermaschine genommen hat. Und die hat sehr stark korreliert, weil die Russen das auch mit ihren Satelliten aufgezeichnet haben, mit einer Militärmaschine der Amerikaner, die nämlich immer in einer Entfernung von knapp 14 Kilometern neben dieser Passagiermaschine geflogen ist. Also es sind so sonderbare Dinge, die ans Tageslicht treten. Und das Problem, das wir haben, ist, dass diese Dinge, die uns über die Medien vermittelt werden, das sind Dinge, die uns vermittelt werden sollen. Aber das sind nicht Dinge, die die Wahrheit abbilden. Und das ist eine Tragödie. Weil es uns vielleicht schmerzen könnte und den einen oder anderen zornig oder wütend machen könnte, drauf zu kommen, wie dieses System eben funktioniert. Und das hängt eben unter anderem mit dem Apparat oder mit der Ebene zusammen, die unseren Besitz unter Kontrolle hat. Und das ist nun mal das, was wir gespart haben. Ja, was ist Sparen? Sparen ist nichts anderes als das, was Sie mehr tun, um überleben zu können. Ja? Weil Ihre Kosten, die Sie haben, um alles zu befriedigen, was Sie an Bedürfnissen in einem Monat oder in einem Jahr decken müssen, das decken Sie und dann haben Sie irgendetwas, was Ihnen überbleibt. Und dafür haben Sie ja auch arbeiten müssen. Das ist ja Arbeitszeit, nur gemessen in Geld. Und diese Arbeitszeit, was machen wir mit der? Wir geben es denen. Ja? Das heißt, wir arbeiten letztlich unser ganzes Leben für die, weil die Ersparnisse, die wir haben, geben wir ihnen. Die vertrauen wir ihnen an. Die eine ist eine Versicherung, der andere ist ein Fonds, die dritte ist eine Bank mit irgendeinem Sparbuch, der ist wieder das. Wir haben immer nur irgendein Wertpapier dafür. Das halt unterschiedlich heißt oder lautet. Aber wir müssen akzeptieren, dass wenn wir alle diesen Besitz haben wollen würden, die ihn nicht mehr haben, sie können ihn uns nicht mehr geben. Und das ist natürlich eine sehr ungute Ausgangslage und Ausgangssituation, weil ja dadurch viele in dem Glauben sein können oder in die Angst verfallen können, ja, dass man ja quasi nicht nur betrogen worden ist, lassen wir das einmal weg, das ist dann schon viel zu trivial, die Frage, ob man betrogen worden ist, sondern da geht es ja um existenzielle Fragen. Wie viel wollte ich denn meinen Kindern vererben? Was wollte ich denn dort weitergeben? Na, ist die Versicherung, wenn mir was passiert oder wenn ich es vererbe, wirklich in der Lage, das auszuschütten? Also das sind ja wirklich hautnahe Alltagsfragen, die sich dann aufdrängen. Und wenn man das dann feststellt, dass es sein kann, dass das alles eben nicht mehr so ist, dass man Verträge zu einem Zeitpunkt abgeschlossen hat, wo es diese Gesetze, die es heute gibt, noch gar nicht gegeben hat und man plötzlich eigentlich heute eine völlig andere Ausgangsbedingung hat, die man ja gar nicht mehr akzeptieren würde, wenn man sie wüsste. Also es sind völlig verrückte Situationen, die aber dazu geführt haben, dass es diesen Banken, und dazu gehört natürlich auch die Versicherungslandschaft, weil ein Versicherer ist ein Finanzintermediär, ja? Der macht auch nichts anderes als Geld annehmen, ja, und was tut er damit? Er legt es nicht im Keller. Ja, er kauft damit Häuser, er beteiligt sich an irgendwelchen
Projekten und dann gibt es Tiefbaugesellschaften und dieses und jenes. Meistens sind es Immobilien, es gibt ja nicht nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz Vorschriften, aber es ist völlig wurscht. Alle investieren es in etwas anderes. Und dieses etwas andere wird dann in der Bilanz mit irgendeinem Wert ausgewiesen. Und wenn Sie so wie ich, der nun mal selbst vom weltweit größten Wirtschaftsprüfer, die PricewaterhouseCoopers, also meine Unternehmensgruppe, ist von der PwC 4 Jahre lang geprüft worden. Ich habe mit denen zusammengearbeitet lang und da hat es auch viele lange Diskussionen gegeben. Also ich weiß, wie man solche Bilanzen zusammenstellt. Und den Spruch, den mittlerweile eh schon alle kennen, wer kennt ihn noch nicht? Also alle kennen ihn. Über die Bilanzen, der ist ja mittlerweile eh bekannt. Bilanzen sind wie Bikinis, sie verhüllen das Wesentliche. Den haben Sie heute in den Bankbilanzen. Das ist ein Zustand, den Sie heute auch in den Versicherungsbilanzen haben. Weil ein großer Konzern wie eine Allianz wäre geburzelt, wenn die amerikanische Regierung nicht mit 190 Milliarden Dollar Staatshilfe bei der AIG eingesprungen wäre. Die AIG, die American Insurance Group, 2009 190 Milliarden Dollar Staatshilfe. Die ist verstaatlicht worden. So. Wenn die das nicht gemacht hätten, na dann hätten sie Europas größten Versicherungskonzern genauso purzeln sehen. Weil der hat ja auch Forderungen gegen die AIG gehabt. Das heißt, wir haben festgestellt, dass dieses Ereignis im September 2008 dazu geführt hat, dass plötzlich Monumente von Konzernen, Titanen von Unternehmen mit Tausenden von Beteiligungen über den ganzen Globus verstreut, plötzlich machen. Die sind weg. Die Aktivseite ist wertlos. Wenn Sie mit dem Professor Hörmann über dieses Thema reden, dann hören Sie immer ein schallendes Lachen, weil eine Bilanz ist aus seiner Sicht immer ein Märchenbuch. Und das unterschreibe ich auch in einer gewissen Form, sage ich einmal. Weil ich will jetzt nicht nach den Rechnungslegungsgrundsätzen da Gedankenkapriolen aufstellen, aber es geht letztlich immer um die Frage, ob das Vermögen, das Sie haben, in einer gewissen Zeit remonetisierbar ist. Also ob Sie es zu einer Liquidität machen können, also Geld. Es geht letztlich immer darum, dass wenn wir was brauchen, um überleben zu können, dann brauchen wir Geld. Wir müssen also alles andere umtauschen, um dieses Geld zu bekommen. Aber es sind in den letzten Jahren seit dieser Finanzkrise, weil man gesehen hat, hoppala, die purzeln alle, ist die EU auf die Idee gekommen, Gesetze zu beschließen. Gesetze zu beschließen, die Folgendes sagen, okay, wenn ihr jetzt Wertpapiere und Aktien und Anleihen und was weiß der Teufel aus Timbuktu oder aus wo auch immer in eurem Portfolio habt und da sind Wertverluste drinnen oder große Kurseinbrüche, dann braucht ihr diese Kursverluste nicht ausweisen, sondern lasst die Wertpapiere drinnen stehen zu dem Preis, zu dem ihr es gekauft habt. Ja, das dürft ihr. Das hat man beschlossen, das ist ein Gesetz. Das ist ungefähr vergleichbar, wenn Sie einem Gebrauchtwagenhändler, der 3 Jahre alte Autos oder 4 Jahre alte Autos da hat, per Gesetz das Recht geben, in seiner Bilanz die gebrauchten Autos auf den Neupreis aufzuwerten, damit er in der Bilanz einen Wert drinstehen hat und nicht in Konkurs geht. Das haben die mit den Banken gemacht. Wir sitzen nur da und denken vielleicht darüber nach, aber was tun wir denn? Was tun wir? Die sind ja krank. Die helfen denen und die Justiz hilft denen auch. Die schaffen da Mauern und Gesetze, wo sie mit Absurditäten und mit Irrationalitäten ein System künstlich am Leben erhalten. Ich habe gesehen, wie der Helmut Kohl aus dem letzten Trabi-Werk in der DDR ausgegangen ist. Damals war die Merkel auch schon dabei. Ja? Und dann hat es geheißen, ja, was wirtschaftlich nicht überlebt, das muss geschlossen werden, was sich wissen, was sich nicht rechnet. Also wenn Sie mich fragen, im September 2008 hätte man das gesamte Geldmonopol und das Finanzsystem zusperren müssen, schließen. Es war pleite, es war kaputt, es war tot.
Und man hat es aber jetzt künstlich am Leben erhalten und man fördert das eben auch noch durch die Gesetzgebung. Und dann kriegt man eben das Gefühl, dass diese Politiker, die diese Gesetze beschließen und diese Verträge ausverhandeln oder da einwilligen, ja eigentlich gekauft sein müssen, weil das, so ein System muss ja funktionieren. Na okay, das heißt jetzt nicht, dass der unmittelbar für seine Unterschrift oder für das, oder für seine Einwilligung gleich irgendeine Begünstigung erfährt, ja? Aber es heißt vielleicht das, dass nächstes Jahr oder bei den nächsten Wahlen seine Partei halt wieder um 5 oder um 10 Millionen mehr Hilfe kriegt. Es ist ja letztlich immer das Gleiche. Man tut quid pro quo. Nicht? Der Mensch ist ja durchaus rational in seinem Verhalten. Und die sind das aber auch. Und zwar deswegen, weil sie wissen, dass sie das geheim halten können vor uns. Und sie tun es. Und wir sind nur deswegen nicht betroffen, weil sie das künstlich noch am Leben erhalten. Aber ich sage Ihnen, sagen wir ganz einfach, das österreichische Volk beschließt, eine wissenschaftliche Studie durchzuführen. Ja? Ob die Mindestreserve der österreichischen Banken, die in den Bilanzen ausgewiesen sind, noch vorhanden ist. Wir machen jetzt einen Stresstest, den nicht der IWF oder die EZB durchführt mit deren Behörden, sondern einen, den wir selbst durchführen. Ja, da fragen wir niemanden. Und wir entscheiden uns alle, diesen so viel gefürchteten, ich will jetzt niemanden anstiften dazu, sondern es ist einfach nur ein Gedankenexperiment. Wir entscheiden uns alle, einmal zu schauen, ob wir alle unsere Ersparnisse abheben können. Sind die in der Lage, bis zu welcher Grenze und wann? Nicht mehr. Dann machen wir unseren Stresstest. So, aber jetzt müssen wir deswegen keinen Gravitationskollaps verfallen, wo man Hektik, Panik, Angst, Furcht und Zorn und was Sie für Zustände noch kriegen, sondern dass wir einfach sagen, okay, gut, jetzt eigentlich geht jetzt die Welt nicht unter, sie dreht sich weiter, aber was muss man dann tun, wenn man das feststellt? Wir könnten. Und das haben wir in unseren Vorbereitungen, auch mit dem Professor Hörmann und mit den anderen Experten, die ja die Software dafür errichten müssen, wir könnten in der Übergangsphase, wenn ab morgen die Banken pleite sind, über unsere Sozialversicherungsträger, über die E-Card, sofort ein interimistisches elektronisches Geldsystem für alle, wo jeder nur seinen letzten Beleg vom Kontoauszug, Sparbuch, Wertpapier, was auch immer vorlegen muss, dokumentieren kann und das kann ins System eingespeist werden und wir starten elektronisch mit dem Status quo, den wir gehabt haben, weiter, nur ohne dem lästigen Stachel da drinnen, dass wir uns Sorgen machen müssen, ob die zahlen können oder nicht. Wir brauchen sie nicht mehr. Und ich will Ihnen erklären, warum das möglich ist. Weil man verstehen muss, was überhaupt Geld ist oder woher der Wert des Geldes kommt. Weil der ist ja relativ simpel. Ich habe es erzählt letztens bei meiner Live-Übertragung im Auto, eine Veranstaltung am Freitag, habe ich es eh erwähnt. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie alle kennen diese Gerüchte über Goldreserven. Ja? Nur damit Sie das verstehen, ja? Es gibt also ungefähr, gefördert liegen wir bei knapp 50.000 Tonnen Gold weltweit. Die Goldreserven der Zentralbanken, die ja vor allem in den 90er Jahren, als man ja diesen Hype gehabt hat, diese Dotcom-Blase, sind damals radikal runtergegangen, hat das damals über 3000 Tonnen weltweit verkauft gehabt, auf den Markt geworfen. Also ist uninteressant worden, weil der Preis einfach in den Keller gegangen ist. Man hat damals lieber Aktien gekauft von Internet und von Multimedia-Unternehmen und von Biotech-Unternehmen. Dann ist auch dort die Blase gekommen. Aber dieses Gold, das es da gibt, ja, da gibt es nur laut Buchhaltung, Behauptung von der amerikanischen Zentralbank knapp 8,3 Millionen Kilo, also 8.300 Tonnen. So, die haben einen Wert von 350, 400 Milliarden Dollar. Jetzt müssten Sie, um jetzt zu verstehen, was ist das für ein Wert, müssten Sie wissen, wie viel Geld hat die US-Zentralbank wirklich gedruckt, das heißt, die sie ausgegeben hat, weil sie muss in der Lage sein, dieses Geld, das sie ausgibt, wieder zurückzukaufen. Und derzeit hat sie knapp 6.000 Milliarden US-Dollar gedruckt an Papiergeld, hat aber jetzt nur in Gold knapp 350, 400, also das können Sie vergessen. Ja? Gold ist keine Sicherheit. Goldreserve sagt mir gar nichts. Das nächste, was dann gekommen ist, nachdem der Nixon ja vor allem diesen Goldstandard, der 1948 in Bretton Woods beschlossen worden ist und 1971 dann für die Finanzierung des Vietnamkriegs ja aufgekündigt worden ist, da hat dann in der Nixon-Ära hat die Zentralbank zum ersten Mal mehr Geld gedruckt, innerhalb eines Jahres, als weltweit im Umlauf war, das waren 600 Milliarden Dollar, für die Finanzierung des Vietnamkrieges. Von dort weg haben die Zentralbanken dann
begonnen, weil ja das Gold nicht mehr ausgereicht hat, weil ja immer mehr gedruckt worden ist, für damalige Verhältnisse, für heutige ist das ja nichts. Haben Sie begonnen, Devisenreserven aufzubauen? Also es hat eine neue Politik, Reservepolitik begonnen in den 70er Jahren, es sind Devisenreserven, harte Währungen, D-Mark, Schweizer Franken, das hat man dann als Wert aufgebaut. Ja. Aber das ist halt jetzt mit der Finanzkrise und auch schon davor auch in die Brüche gegangen, weil man halt immer wieder diese Einbrüche auch auf den Währungsmärkten erlebt. Und so ist man halt jetzt hergegangen und hat als Sicherheit dafür, dass man Geld druckt, nur mehr die Staatsanleihen. Weil das, was die Zentralbanken jetzt tun, ist, sie kaufen nur mehr Staatsanleihen. Ja? Jetzt heißt das für Sie als Zentralbank, wenn Sie Staatsanleihen kaufen, weil Staatsanleihe ist ja ein Kredit, nicht? Also wenn ich eine Staatsanleihe kaufe, gebe ich dem Staat einen Kredit und das Lustige daran ist, abgesehen davon, dass ich eigentlich der Bürger bin für meine Forderung, die ich habe. Ich bin Gläubiger und gleichzeitig Bürger, nicht? Ist ja interessant, Bürger, ist ja interessant, nicht? Weil wenn ich als Steuerzahler nicht mehr dafür bürgen würde, dann sehe ich mein eigenes Geld nicht mehr. So. Aber durch den Ankauf von Staatsanleihen in den Zentralbanken, die jetzt als Reserve gebildet werden, weil die sind nichts anderes als eine Forderung gegen den Staat, gegen das Volk, ergibt sich jetzt folgendes Verhältnis, dass diese Staatsanleihen, wenn sie den Wert des Geldes verkörpern und repräsentieren, ja, dann sind diese Staatsanleihen, müssen ja auch was wert sein. Und ihr Wert ist nur dann gegeben, wenn wir alle arbeiten. Weil wir arbeiten, zahlen wir Steuern. Und würden wir keine Steuern zahlen, wären die Staatsanleihen nichts mehr wert, weil der Staat seine Kredite nicht mehr oder die Staatsanleihen nicht mehr tilgen kann. Also der Wert der Staatsanleihen, der jetzt die Sicherheit der Zentralbanken ist, ergibt sich durch unsere Bereitschaft und durch unser Versprechen, auch noch im nächsten Jahr Steuern zu zahlen. Sonst könnte der Staat hätte ja dann kein Budget. Das ist logisch, oder? So, das heißt, Geld errechnet sich aus unserem Versprechen zu arbeiten. Und diesen Überschuss, den Sie in einem Jahr oder im nächsten und in 20, 30, 40 Jahren immer erarbeitet haben und kumuliert veranlagt haben, den haben Sie diesen Institutionen gegeben, die ich als Bankster-Club bezeichne, ja, der halt hinaufgeht bis in die obersten Etagen und die Ihnen Ihre Arbeitszeit, Ihr Leben sozusagen aufbewahren sollten, sicher und gut anlegen sollten, aber das eben nicht getan haben. Und dieses schmerzhafte Erlebnis kann man, wenn man es tatsächlich begreift, wir müssen es jetzt morgen nicht umsetzen, ja? Wir werden das schon konzertiert vorbereiten, aber es muss ein Schritt kommen, wo wir unseren Anführern, die uns offenbar wirklich für naiv halten, und für mich ist es ja interessant, dass man solche spannenden, dramatischen Übertragungen und Vorträge ja wirklich machen muss, um diesen Leuten auch eine gewisse Show zu liefern, damit sie sehen, ja, dass das echt ist. Dass es wirklich echt ist. Sie können nach, also wer das Buch kennt, der weiß, dass alles, was da drinnen steht, echt ist. Dass es wirklich passiert und Sie werden es phasenweise nicht glauben. Also das sind Telefonate, Gespräche mit Wirtschaftsprüfern, Großrevisoren, mit den Aufsichtsräten etc. etc. Es ist alles drin, es ist alles erlebt und über ein transkribiertes Wortprotokoll eben übertragen. Aber es ergibt ein Ganzes, es ergibt einen Sinn. Nämlich den Sinn, dass wir den Vorschlag machen müssen, bevor die Bürger und das Volk wirklich im Mainstream, also in der breiten Masse, den Eindruck bekommen, dass sie hier über den Tisch gezogen worden sind, dass wir das mit dieser Größe und mit diesem Großmut machen, um diesen Leuten nicht das Gefühl zu geben, dass wir ihnen böse sind. Danke, das ist lieb, danke. Ja, vielleicht macht mit der so möglich, ja. Aber danke. Also ich muss Ihnen gestehen, was mich im Leben am meisten gefordert hat, war, danke, Versöhnung, Vergeben, danke. Na, was? Es ist ja bei den hellblauen Hemden, wenn es zum Schwitzen anfängt, ist blöd, weil dann schauen die Transpirationsflecken für einen. Kurze Lüftung. Danke. Ja, das ist nett. Es gab ja,
vom Profil einmal einen Artikel, da war der Richard Lugner, danke, wollte damals Präsident werden und da haben sie ihn dann in einem Artikel als kleinen, dicken, schwitzenden Mann bezeichnet. Er hat dann eine Entgegnung bei Gericht gefordert, das haben sie dann wirklich sofort gemacht, dann nächsten Wochen sie haben geschrieben, wir berichtigen und korrigieren auf Wunsch und auf Antrag des Herrn Lugner, er ist nicht klein, dick und schwitzend, er ist hühnenhaft, feilschlank und völlig transpirationsfrei. Das haben die wirklich gesagt damals. Ja. Ob das als Entgegnung aufgefasst werden könnte, ist natürlich eine andere Frage. Aber wir stehen vor der Situation, dass wir diesen Leuten das Gefühl geben müssen, dass sie von uns, und es werden immer mehr, dass sie von uns deswegen jetzt nicht geächtet werden oder sonst irgendetwas. Weil davor haben die natürlich große Angst. Stellen Sie sich vor, sie entmachten eine Raiffeisen. Haben Sie eine Vorstellung, was das bedeutet? Haben Sie eine Vorstellung, was es bedeuten würde, wenn man überhaupt das Geldsystem so umdreht, dass die Raiffeisen daran gar nichts mehr verdienen kann und auch gar keine Zinsen mehr verlangen kann? Insbesondere, wenn der Verdacht nahe liegt, dass da Chiralgelder produziert werden, die eigentlich gar nirgendwo waren, sondern nur erfunden worden sind, dann als Kredit verkauft worden sind und dann aber die Leute dazu gebracht worden sind, zu arbeiten. Weil das ist ja der springende Punkt. Wir kommen ja, wenn wir drauf kommen, wir arbeiten unser ganzes Leben und tragen denen diese Überschüsse hin, die wir nicht gebraucht haben fürs Überleben. Ja? Und dann kommen wir drauf, dass die unsere Arbeit zerstören und kaputt machen. Dann ist das ja ein furchtbares Erlebnis. Aber wenn wir ihnen das wegnehmen könnten, dass sie mit dem System nicht mehr arbeiten können, da können sie gleich einmal... Ich glaube, da verschwinden ca. 10.000 Anwälte aus dem Rechtsanwaltsverzeichnis. Sicher, das wird der erste Schritt sein. Der zweite Schritt wird dann sein, was passiert mit der Milchversorgung, weil die Raiffeisen kontrolliert 99% unserer nationalen Milchversorgung. Sie kontrolliert 95% unserer Joghurtversorgung. Sie kontrolliert Zucker 99%. Die Raiffeisen kontrolliert die Versorgung von Grundnahrungsmitteln. Das können wir uns nicht vorstellen. Wenn die Raiffeisen, dadurch hat sie eine Monopolstellung. Ja? Jeder drittklassige, ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll, aber ich glaube, jeder weiß, dass eine Monopolstellung, die in einer privaten Hand ist, ja eigentlich etwas ist, was von einer Regierung zerschlagen werden müsste. Weil sie kontrolliert ja damit den Markt und damit kontrolliert sie den Preis. Weil wenn sie den Preis treiben will, schafft sie eine Verknappung. Nicht? So einfach geht es, wenn sie die Dominanz haben. Und es sind noch 10.000 Tochterunternehmen. Und es ist dieses und es ist jenes. Aber wenn man sich anschaut, wo sie überall verwickelt ist, in welche Skandale, in welche kriminellen Machenschaften, mit welchen Drogenbossen sie Geschäfte gemacht hat, mit welchen Waffenleuten da Geschäfte gemacht werden, bei Österreichs Banken. Und sie dann draufkommen, dass das eigentlich ja aus einer Ära kommt, in der ein Ex-Banker, der Herr Warnitzki, dieses ganze System hier aufgebaut hat, das dann der Schüssel fortgesetzt hat mit dem Grasser, der hat es natürlich probiert, weil die Schwarzen haben den Blauen gezeigt, wie es geht, der Haider hat es dann noch gemacht und das hat dann dazu geführt, dass der Haider plötzlich in einer Situation gewesen ist, wo er gecheckt hat, wenn ich die Hypo aufgehen lasse, geht die Raiffeisen auf. Das hat er gecheckt. Glaubt ihr, dass das für den Erwin Bröll eine positive Nachricht war? Sicher nicht. Also, wenn ein Bröll, und wer ihn so erlebt bei den Interviews, ja, als Schattenkanzler oder als Sonnenkönig, der ja sowas von sich überzeugt ist, also das ist wirklich beeindruckend. Wenn ich so groß wäre, wie der überzeugt ist, müsstest du mir das Essen mit der Flagge aufschießen, glaube ich. Aber das, wenn man sich vorstellt, dass der große Erwin Bröll den kleinen Jörg Haider ja, plötzlich über sich sieht, weil er ihm vor Augen führt, du kannst mit mir machen, was du willst. Wenn ich die Hypo aufgehen lasse, ist die Raiffeisen dran. Das hat der Haider erkannt, das hat er gewusst. Und das ist natürlich, lässt sein Unglück, ja, bei dem er verstorben ist, in einem Zwielicht dastehen, sage ich jetzt einmal so.
ohne dass ich da jetzt Mutmaßungen drüber anstelle, aber ich war eingeladen vor kurzem von der Führungsspitze dieser Partei, oder die, die er eigentlich groß gemacht hat, waren wir essen in Wien, 10 Leute, und die haben mir erzählt, wie das so gelaufen ist und das Gutachten. Ich habe gefragt, ob man dieses Wrack untersucht hat. Das ist ein, zweimal untersucht worden. Interessant war für mich nur, dass in der gleichen Zeit die Frau Haubner mich wissen hat lassen, dass sie gerne ein Gespräch mit mir führen würde. Und ich dann den aber dort beim Abendessen frage, ja, wo steht das Wrack jetzt? Er hat mir das gesagt, wo das Wrack steht. Und dann habe ich ihn gefragt, ob sie sich den telemetrischen Steuerungschip angeschaut haben. Weil ich selbst bin jahrelang solche Autos gefahren und solche Autos haben einen telemetrischen Steuerungschip, wo man sie nicht nur ständig orten kann, wo sie sind, aus Sicherheitsgründen, ja, sondern wo ich mich auch einloggen kann in das Steuerungssystem eines Autos. Ein Auto, das 150.000 Euro kostet, da kann ich mich mit Satellit, genauso wie in mein Handy, ja, in das Steuerungssystem einloggen und da können Sie als Fahrer gar nicht, theoretisch gar nicht einmal mehr lenken oder bremsen. Das ist möglich technisch. Ich habe dem gesagt, habt ihr euch den Chip angeschaut? Nein, das haben sie nicht gemacht, weil es kommen ja über den Satelliten Programmsignale herein. Ja? Bin gespannt, was da rauskommt oder ob man es macht, aber es hätte mich interessiert, was möglich ist. Das Problem ist nur, dass uns solche Zusammenhänge von technischen Möglichkeiten insofern auch aufrütteln sollen. Wirklich aufrütteln sollen. Ich meine, wir haben alle 1984 gelesen vom George Orwell, merci, wo der Begriff Big Brother is watching you zum ersten Mal gefallen ist. Ja, woher hat denn der das gehabt, der George Orwell? Der stammt ja noch aus einer Generation, wo die Konzepte, die der Hitler verfolgt hat und die natürlich auch die Engländer verfolgt haben, entworfen worden sind. Das Pentagon hat in der Nachkriegszeit so viele deutsche Wissenschaftler, die für das Naziregime Studien gemacht haben, Untersuchungen an Kindern, an Menschen, egal ob man die unter Drogen gesetzt hat, Hirnoperationen gemacht hat, was, es ist geforscht worden an Menschen, das ist so. Und das Pentagon hat diese Leute in der Nachkriegszeit alle hinübergeholt, diese ganzen Wissenschaftler, natürlich auch die Techniker, die Physiker, was da ist völlig wurscht, und hat dieses Know-how aufgebaut und umgesetzt. Und es geht letztlich um die Totalkontrolle. Und die Totalkontrolle habe ich dann, wenn ich es gesetzlich vorschreiben kann und sie bestrafen kann, wenn sie es nicht tun, dass sie ihr Handy oder irgendein Karten oder irgendein Chip bei sich tragen müssen. Weil dann ist es vorbei. Und das kann kommen. Wir stehen in meinen Augen eigentlich kurz davor. Weil diese Ablenkungsmanöver mit diesem nächsten Absturz, das sind die besten Möglichkeiten, weil sie sich hinter den Schlagzeilen verstecken können, wenn in der Zwischenzeit dann in Brüssel mit dem IWF oder mit irgendeiner anderen ein nächster Deal ausgehandelt wird. Es sind alles Ablenkungsmanöver. Wir werden eigentlich ständig am Köcheln gehalten, immer nur erschrocken. Die ganze Zeit kriegen wir immer nur Schockwirkungen ein ins Hirn getrommen. Es ist ja eine Katastrophe. Wir sind permanent nur im Regieren. Wer kann denn noch frei, also im Reagieren, wer kann denn noch frei entscheiden, wie er seine nächste Woche, nächsten Tag planen kann, wenn er nicht die ganzen Verpflichtungen, die er machen muss. Ich kann Ihnen sagen, wir haben ausgerechnet, auch über eine Studie, wie groß der Zeitaufwand ist, für den simplen Vorgang ein Buch zu kaufen, nur um den Geldfluss zu erfassen. Wissen Sie, wie oft der Geldfluss, den Sie für so ein Buch ausgeben, durch wie viele Hände und Computer der wandert, bis er dann im Rechnungswesen, in der Bilanz wandert und dann bei der Pressekonferenz und wo auch immer, das ist unvorstellbar. Wir bräuchten, oder wir könnten 83% der Zeit gewinnen, die wir in unserer Dienstleistungsgesellschaft aufwenden für das Erfassen von Geldbuchungen. Das ist tatsächlich so. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie viel Zeit dadurch aber frei werden würde, weil wir hätten ja dadurch Freizeit. Und das nächste ist, dass die Grundversorgungsbereiche, die Branchen, egal ob das jetzt Wasserversorgung ist, Nahrungsmittelversorgung, ob das jetzt Energieversorgung ist, ob das jetzt Telefon ist, TV, Rundfunk, Information, wir haben ja Grundbedürfnisse. Jetzt stellen Sie sich vor, man würde morgen
die Fernseher verbieten. Ihr stellen Sie sich vor, also denkbar ist alles. Nicht? Aber wir haben Grundbedürfnisse, die wollen wir gedeckt haben. Der Fernseher dient der Information. Na, ich bin der Meinung, dass, wenn das so ist, dann ist das ja ein Grundrecht. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns, wenn wir uns organisieren, ist ja nur eine Arbeitsteilung, was wir machen. Der eine schreibt Berichterstattungen, der andere stellt in der Druckerei, ist Grafiker, macht das, der dritte stellt ein Glasl her oder verkauft es, der vierte ist Tontechniker. Ist ja nur eine Arbeitsteilung. Der macht halt das, weil er das kann, weil er das gelernt hat. Ich sitze halt da, weil ich das vielleicht kann, ich weiß es nicht. Ich tue es gern, weil ich das Gefühl habe, dass was zurückkommt. Und die, die hinter der Kamera stehen, tun es auch gern, weil sie das Gefühl haben, dass sie damit etwas Impuls, wie heißt das da? Impuls der Zeit, weil es Impuls der Zeit ist. Wir sitzen da und können uns Gedanken machen darüber, ob wir uns dieser Seuche entledigen können, die unsere Politiker zwingen kann, dass wir für ihre Schäden bürgen. Und wenn sie sich zusammenrechnen, so riesige Schäden, wie wir sie jetzt haben, so große Schulden, die hatten wir eigentlich immer nur nach Kriegen. Nach Kriegen bestanden große Schuldenberge und die haben wir jetzt alle. Jetzt frage ich mich, haben wir einen Krieg geführt? Und welcher war das? War das ein Krieg auf den Finanzmärkten, den eigentlich die ausgetragen haben? Soll ich die Kosten für deren Kriege übernehmen? Nur weil die sich gegenseitig dahinmetzeln mit ihrem Kettenbriefspiel? Warum soll ich dafür den Kopf hinhalten? Also wir haben einen riesen Schuldenberg und der wird immer größer. Und das wissen die, dass das ja nicht weitergehen kann, weil wir warten ja auf eine Lösung. Nur wir dürfen nicht von denen die Lösung erwarten, das kann ich Ihnen sagen. Weil wenn die mit der Lösung kommen, dann ist Feiern doch. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns vernetzen, dass wir uns verständigen, dass wir das verbreiten und dass wir als vernunftbegabte Wesen uns hinsetzen und versuchen, Zusammenhänge zu begreifen. Zusammenhänge zu begreifen, warum, ich habe es heute schon erwähnt, warum man einen Vorstandsvorsitzenden von einer Raiffeisen Landesbank, und jetzt möchte ich das abschließen, weil ich es ja heute schon erwähnt habe, warum man einen Vorstandsvorsitzenden von dieser Raiffeisen Landesbank plötzlich abberuft und kurze Zeit später in den Vorstandsvorsitzendenposten der größten Mediengruppe Österreichs setzt. Und plötzlich, zwei Wochen später, die Staatsanwaltschaft veröffentlicht, dass sie Untersuchungen und Ermittlungen eingeleitet hat gegen diese Raiffeisen Landesbank, wo derjenige der Chef war. Na, was glauben Sie? Wenn Sie plötzlich in der Styria Media Gruppe sitzen und in der Styria Media Gruppe ist nun mal von der Presse angefangen über die kleine Zeitung und diese ganzen Tageszeitungen und Gratiszeitungen, Sie haben über 37 Blätter dort, unterschiedliche, die Menschen informieren, das sind zig Millionen. Nur man setzt den dort ein, der dann die Information verbreitet und kontrolliert. Damit er das über die Geschichte oder die Version hinstellt, wie sie seinen Vorstellungen entspricht. Oder denen da hinten. Und das ist ein Banksterclub. Weil wer von uns kann das machen? Seinen Freund, seinen Verwandten oder seine Tochter hinschicken und sagen, du erledig du das, schlag du das von vorn nieder, stell du das ein, setz du die dorthin, über das darf nicht berichtet werden. Wer kann denn das? Das können die oben, die das Geld verteilen. Und das ist der Banksterclub. Weil die haben unsere Politiker, unsere Volksvertreter unter ihrer Fuchtel, sie haben unsere Medien unter ihrer Fuchtel, sie haben unsere Grundnahrungsmittel unter ihrer Fuchtel. Wir können ohne Banken nicht mehr leben. Es ist eine Welt, die ohne die nicht funktioniert. Und wenn das so ist, dann ist es eine Diktatur. Und wenn die Diktatur zur Tatsache geworden ist, dann wird die Revolution zur Pflicht. Nachzug nach Lissabon, stammt nicht von mir. Aber es ist gut. Wenn die Diktatur zur Tatsache geworden ist, wird die Revolution zur Pflicht. Ich glaube halt nur, dass der Begriff Revolution immer so negativ behaftet ist. Gell?
Wobei er etwas ganz Besonderes zum Ausdruck bringt, weil die Entstehung kommt ja aus dem Begriff Volte. Und die Volte ist eine elegante, schnelle Drehung gewesen, eines Degenfechters, ja, im 17. Jahrhundert in Frankreich, wo man also dem Schlag oder dem Stich des Feindes elegant aus der Bedrängnis ausgewichen ist. Das war die Volte. Und die Revolte ist halt dann die verkehrte Reaktion im Kampf. Ich sehe in einer Revolution überhaupt nichts Negatives, weil wir haben ja auch technologische Revolutionen gehabt. Und außerdem steckt der Begriff Evolution da drinnen. Und Evolution heißt entwickeln, fortsetzen, versuchen, irren. Die Evolution macht seit Milliarden Jahren nichts anderes als versuchen und irren. Und sie braucht immer wieder eine gewisse Zeit, und jetzt sind wir dann beim Anfang, beim Mond, sie braucht immer eine gewisse Zeit, mehrere Millionen oder 100 Millionen Jahre, bis sie auf was draufkommt. Also einer der wichtigsten Erkenntnisse, die die Evolution gehabt hat, und wir können ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass die denken kann, ja, aber die ersten Lebewesen waren primär mal Einzeller, Mikroorganismen, und deren Wachstumsvorgang hat nur darin bestanden, Zellteilung zu betreiben. So sind die gewachsen. Ja? Aber wenn sie eine Zelle immer wieder nur kopieren, und das milliardenfach, dann hat das zu dem Effekt, oder dann führt es zu dem Effekt, wenn ein anderer Mikroorganismus oder ein Bakterium, ja, dem befällt, dass dann alle aussterben. Jetzt ist die Evolution nach ein paar hundert Millionen Jahren draufgekommen, dass das Konzept nicht funktioniert, weil das Leben so, wenn ich nur kopieren tue und keine Individuen schaffe, ja, dann stirbt der Versuch relativ schnell wieder aus. Wenn aber von den Individuen ein paar, die halt stärker sind oder anpassungsfähiger sind, überleben können, dann stirbt die nicht aus. Und dort sind wir jetzt. Unsere Freiheit würde aussterben, wenn wir dieses Geldsystem nicht abschaffen. Und ich wünsche mir nichts anderes, als dass wir, wenn der D-Day da ist, wo wir beginnen mit unseren ersten Maßnahmen, und wir machen jetzt auch gerade einen Gesetzesentwurf auf Wunsch einer Partei für ein neues Geldsystem, weil wir einen Plan B brauchen in einer Zeit, wo unsere Chefs der Europäischen Zentralbank uns warnen, wo die Chefvolkswirte von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich vor 2 Wochen uns wörtlich warnen, es kommt ein zerstörerischer Umschwung auf uns zu. Ja? Wo die Frau IWF-Direktorin uns quasi warnt, weil ja jetzt quasi Verträge abgeschlossen worden sind, die uns ja wieder enteignen, mit dieser Besteuerung des Sparvermögens. Also es geht immer alles mehr in diese Richtung und das müssen wir begreifen. Ich weiß, da oben fliegen keine Geschwader, die wir hören und Bomben abwerfen. Wir haben keine Verletzten, die wir draußen sehen auf den Straßen oder Angriffe. Aber unsere Rechte, unser Besitz und unsere Arbeitszeit und das Leben unserer Kinder wird hier permanent bombardiert, auf einer völlig anderen Ebene. Das ist eine Metaebene. Und das müssen wir verhindern und das können wir nur, indem wir unseren Politikern und Volksvertretern die Chance geben, das von sich aus zu ändern. Das ist für mich der Bankster Club. Ein Vorschlag, wo ich sage, bitte setzt euch hin und ändert es. Aber anerkennt, dass wir es nicht mehr akzeptieren können, dass diese Banken euch so unter Kontrolle haben, dass ihr uns diktieren müsst und uns gleichzeitig betrügen müsst. Das ist ja ein Zwang. Und das muss beendet werden. Weil es eine ernste Sache ist. So. Aber ich möchte jetzt abschließen, weil ich will nicht den Eindruck hinterlassen, dass ich nur schimpf. Wobei ich sagen muss, das habe ich im Betrieb immer gesagt. Ich war immer ein Lieber, ich war immer ein Kuschelbär. Aber wenn ich zornig war, dann war ich zornig. Nur ich habe immer gesagt, hört auf, an kann er nörgeln, geht nichts weiter. Und das ist auch so, glauben Sie mir, wenn Sie die besten Hotels besucht haben auf der Welt, dann merken Sie den Unterschied zwischen einem Servicepersonal in so einem Hotel, das dort ist, und zwischen einem Standard- oder Durchschnittsservicepersonal. Der ist aber nur deswegen so gut, weil in seiner Ausbildungsphase alle 5 Minuten jemand hinter ihm gewesen ist und tschack gemacht hat. Der hat ihn daran erinnert, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ja? Wenn Sie das in jungen Jahren erleben und auch in meiner Jugend, weil ich bin 8 Jahre lang auf der Bühne gestanden, also auch beim Singen, das sind alles Dinge, die einen Menschen prägen. Und mich hat es ihm auch geprägt, aber ich habe dann den Standpunkt vertreten, dass es gut ist, dass man den Menschen hilft. Und ich habe viele in meinen Unternehmen gehabt, die heute in Vorstandsposten sitzen, die heute Anwälte sind, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer.
die meinen Unternehmen als junge Mitarbeiter und engagierte, leistungsorientierte Menschen begonnen haben, die sind alle ihren Weg gegangen. Ja? Das macht mich natürlich stolz. Und dieses Angeborensein des Nörgelns, ja, hat halt jetzt offenbar dazu geführt, dass ich in die Situation gedrängt worden bin, über diese Herrschaften da zu nörgeln. Obwohl ich null Interesse habe an irgendeinem politischen Amt. Man hat mich schon für den neuen Finanzminister wo vorgeschlagen. Ja, also wirklich, das habe ich nicht, das will ich nicht. Ich werde irgendwann mal auch wieder verschwinden und meine Projekte fertig machen, die ich machen wollte. Aber ich habe nicht lange Zeit und ich würde mir wirklich wünschen, wenn wir uns schon so persönlich kennenlernen und ihr jetzt extra herkommen seid, um mich zu hören, dann würde ich mir wünschen, dass wir irgendwann einmal das schaffen, dass wenn ich euch ersuche oder euch dann anschreibe oder irgendwie informiere über mehrere Ecken, wir haben ja eh Netzwerke, ja, oder ihr vernetzt euch mit mir über Facebook oder was auch immer, dass wir dann, wenn ich sage, ich möchte es jetzt versuchen, weil was ich versuchen möchte oder was wir vorbereiten wollen, ist ja nichts anderes als ein Spiel, wo wir mit einem Balkendiagramm Abstimmungen machen. Aber ich möchte 1, 2, 3, 4 Millionen Stimmen haben. Das würde mich jetzt nicht freuen. Und dann wieder gehen und letztlich die Weichen so stellen, dass wir als Österreich zum ersten Mal in der Geschichte ein Vorbild sein können und nicht nur ein Konzept für einen Frieden vorschlagen. Weil wenn sie das Geld abschaffen, dann haben sie 80% der Verbrechen abgeschafft, wo es um Diebstahl geht, um Betrug, um was weiß ich. Es wird eine friedlichere Welt. Die Leute haben dann wesentlich mehr, vor allem mehr Freiheit. Und Freiheit ist ja etwas, das darin besteht, das nicht tun zu müssen, was man nicht tun will. Und wir müssen ja zu 90% eigentlich großteils Dinge tun, die wir nicht wirklich tun wollen, also nicht freiwillig und spontan, sondern es ist eher die Verpflichtung, um unser Überleben finanzieren und bestreiten zu können. Aber wir müssen an dem Punkt gemeinsam zusammenhalten und das fand ich irrsinnig schön von Günter Angerer. Deswegen bedanke ich mich, dass du diesen Vers, den ich ganz am Beginn drinnen habe, zitiert hast, wo es wirklich um diese Schneeflocke geht, die frieren kann und sich mit allem zu einer dicken Eisdecke verbindet. Und das nur ganz kurz, irgendwann einmal und ganz friedlich, wo wir dann die Ampeln umschalten können. Weil ich habe das Gefühl, dass das System, das uns regiert, dass diese Herrschaft wie ein Truck ist, der uns nicht vorbeilassen will. Wir wollen überholen, wir sind schneller als er, wir sind moderner als er, wir haben eine andere Zielrichtung und einen anderen Weg als er. Wir brauchen keine Macht und keine Kontrolle und keine Gier und keinen Überfluss. Wir wollen diese Generation dieser Bankster überholen und dieser Geldgeschichte einen würdigen Abschied verleihen. Und wenn wir von mir aus 10 Meter hohe Geldberge bei irgendeinem weltweiten oder globalen Konzert oder Fest verbrennen und damit Andenken schaffen, ja, an unsere Kinder, wie das war, als man sich endlich nach ein paar tausend Jahren Geschichte, Papiergeld davon getrennt hat und auch einen Weg ohne diese Menschen da gefunden hat, die einen kontrollieren, verfolgen lassen, dirigieren, beherrschen und einschüchtern und verängstigen wollen. Und Kredite zurückverlangen, die sie eigentlich gar nicht verlangen dürften. Dass wir das abstellen. Und auf das freue ich mich. Und deswegen bin ich jetzt in der Situation, dass ich wie immer bei jedem Vortrag am Ende irgendein Zitat oder irgendwas sagen muss. Am liebsten würde ich was. Ah, warte ein bisschen, da habe ich gerade einen Flyer. Nein, ihr wollt ja was, dass ich was aus dem Stegreif sage. Na, warte. Nein, das hätte ich gern vorlesen. Ich habe ja, ich weiß nicht, wer den Bender da hat. Hat von dem jemand schon mal was gehört? Also übrigens, für alle, die beim letzten Mal hier in Leoben 30 Euro für den Bankster Club bezahlt haben, sich bei mir zu melden. Ich habe erfahren, hier sind 30 Euro verrechnet worden. Ich mache das im Hintergrund anders, still und leise. Ihr kriegt von mir, jeder, der 30 Euro bezahlt hat, einen Bender durch 1 gratis dazu geschenkt. Bitte melden. Ich weiß nicht, wer dabei war. Aber ich war jetzt bei einem Schlusswort und das ist der Bender durch. Der hat mittlerweile 3 Teile, 1300 Seiten. Wir haben auch schon das Drehbuch dazu. Die englische Version oder die amerikanische, mit der wir es in Los Angeles oder bei der VGA angemeldet haben, nennt sich 112, Operation Bangea, und symbolisiert einen Tag, 112, also so wie 9-11. Nur ist es der 12. Jänner. Und an diesem 12. Jänner beschreibe ich, wie die Welt oder das Finanzsystem
kollabiert. Und zwar innerhalb kürzester Zeit, ausgelöst durch einen Bösewicht, der mit einem Quantencomputer am Werken ist. Aber was das jetzt alles für Auswirkungen hat und die Hintergründe, und es geht letztlich darum, dass ich eine Geschichte beschreibe, die man als Fortsetzung der Johannes-Offenbarung deuten könnte, also als Fortsetzung der Apokalypse, nämlich ich beschreibe, wie die Apokalypse abläuft, nicht? Weil die vier biblischen Leiter werden sicherlich nicht kommen vom Himmel und wir werden auch keine Meteoriten jetzt vom Himmel fallen sehen. Aber ich habe versucht zu beschreiben, wie das ablaufen könnte, und deswegen treffen sich in meiner Geschichte, so wie in der Bibel, nur dort ist es der Berg Harmageddon, also wir kennen es unter Armageddon, aber dort treffen sich ja die letzten drei Königsmächte der Welt und der Menschheit, laut der Bibel, bei mir tun es das auch, nämlich der Vatikan, das Pentagon und die amerikanische Zentralbank treffen sich dort zur Entscheidungsschlacht. Und in dieser Entscheidungsschlacht passiert natürlich sehr viel. Und da habe ich in diesem Folder drei Zitate drinnen. Eines von George W. Bush, ist ganz spannend, wo er gesagt hat, ich glaube, es wird etwas geschehen. Es wird schwer für uns alle werden. Richtig. Es ist, wenn Sie, also in Band durch 3 habe ich das genau aufgearbeitet, wann dieser George W. Bush was gesagt hat. Und wenn Sie das dann in Zusammenhang setzen mit seiner Reaktion, die er in diesem Kindergarten gehabt hat, als er die Information bekommen hat, dass die Flugzeuge in die Towers geflogen sind, da kriegen Sie eine Gänsehaut. Da kriegen Sie wirklich eine Gänsehaut. Und das hat er gesagt. Es gibt Interviews, also Sie können in Bänder durch 3 kann ich einige, auf einige verweisen, wo Sie es nicht glauben. Was er hat beispielsweise auch gesagt, wir steuern auf die Entscheidungsschlacht zu und alle, die nicht an Jesus Christus glauben, werden zur Hölle fahren, einschließlich der Juden. Das hat der amerikanische Präsident George W. Bush gesagt. Und nicht nur das. Der Jacques Chirac hat beispielsweise in seiner Autobiografie, weil das war die Zeit aus der Bush-Ära, der französische Minister, also der französische Präsident, können Sie auch nachlesen, was ihm der Bush dort in 4-Augen-Gesprächen gesagt hat. Völlig verrückt. Völlig verrückt. Und dann kommen Sie plötzlich drauf, dass dieser Tag vom 11. September 2001 in einem ganz kuriosen Zusammenhang steht mit dem Spatenstich des Pentagons. Weil das Pentagon, der Spatenstich vom Pentagon war am 11. September 1941. Also genau 60 Jahre danach hat es diesen Anschlag gegeben. Und dieser Anschlag hat dazu geführt, dass man innerhalb weniger Wochen plötzlich einen Patriot Act vorgelegt hat und plötzlich einen AFRAG Act vorgelegt hat und diesen Act, wie das System umgestellt werden soll, auf Terrorismusbekämpfung, und dass das Pentagon ob dort weg hunderte Milliarden Dollar mehr Geld gekriegt hat. Das war wie ein Geburtstagsgeschenk. Wie ein Geschenk zum 60. Geburtstag des Pentagons. Das war für mich 9-11. Es ist kurios, ich sage nicht, dass es die waren. Ich meine, es gibt natürlich zusätzlich Dinge, die merkwürdig sind, weil diese Maschine, die beispielsweise ins Pentagon, in diesen Südosttrakt hinein gedonnert sein soll, von der, da hat es zwar 48 Videoaufnahmen gegeben von angrenzenden Parkhäusern, von Supermärkten und was der Teufel alles, aber man hat nur eine Kamera gezeigt, nämlich die beim Parkhaus, beim angrenzenden Parkhaus dort beim Schranken gestanden ist, die hat man gezeigt. Aber da war dazwischen, war dieser Schranken, weiß nicht, wie man das nennt, diese Befestigung, und du hast eigentlich nicht gesehen, was für eine Maschine das war. Die anderen haben es nie hergezeigt. Also es ist schon komisch. Und es wäre nicht das erste Mal. Also diese Frivolität und diese Unverschämtheit, immer neue Grenzen auszureizen, ja, und zu glauben, man kann die Mehrheit auf Dauer eigentlich immer zum Narren halten, weil man hat uns ja in einen Glauben versetzt. Und das ist das, was ich mit diesem Pentateuch umdrehen will. Ich will nämlich dieses Schockerlebnis, weil jeder weiß, was er an diesem Tag gemacht hat. Das geht in ihr Langzeitgedächtnis so tief hinein, dass sie genau wissen, was sie an diesem Tag gemacht haben und wo sie waren. Wenn ich Sie frage, wo Sie 2 Vortage vorher oder nachher waren, wissen Sie gar nichts davon. Aber das haben Sie. Und diese Schockwirkung, dass das innerhalb von Stunden weltweit ausgestrahlt worden ist, hat natürlich uns sehr empfänglich gemacht, ja, für neue Lösungssignale.
Es hat nicht einmal 24 Stunden gedauert, haben 19 Gesichter von Al-Qaida-Kämpfern runtergeleuchtet. Von der BBC. Nicht einmal 24 Stunden. Und es hat nicht einmal 48 Stunden gedauert, haben die Amerikaner bei der UNO schon die Resolution erwirkt, beschlossen, ja, dass sie gegen Unbekannt den militärischen Gegenschlag unternehmen dürfen. Das muss man sich vorstellen. Das ist denen in 48 Stunden, was die für eine Macht haben. Und wenn Sie sich jetzt fragen, dass das vielleicht gewollt gewesen sein könnte, aber das ist für mich jetzt ja gar nicht mehr relevant, ja, dann müssen Sie nun mal die Indizien suchen und Sie werden sie finden, auf die Sie stoßen. Uns betrifft es jetzt nicht mehr so, sage ich, weil es die Auswirkungen unserer Kinder sein wird, und jetzt bin ich dann schon beim Ende, weil ich einfach glaube, dass diese Schockzustände, in die man uns ständig versetzt, uns nicht nur von unseren Konzentrationen ablenken, sondern uns in einen falschen Glauben versetzen. Dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass der Glaube, dass der Islam unser Feind ist oder dass diese Terroristen unsere Feinde sind und uns Bürgern, die eigentlich friedlich sind und nichts wollen, weil wir führen mit denen keinen Krieg, wir streiten mit denen nicht, wir haben keine Interessen, ja, deren Untergrundbewegungen zu unterstützen mit diesem und mit jenem. Ja. Das ist nicht so. Das möchte ich mit Warm 12 umdrehen. Weil ich habe gesagt, das ist eine Reformation, die hier ausgelöst wurde mit 9-11, und die möchte ich in eine andere Richtung lenken. Und deswegen habe ich das geschrieben, und jetzt schließe ich ab mit dem Zitat von Woodrow Wilson, amerikanischer Präsident. Es gibt eine Macht, so organisiert, subtil, aufmerksam, verzweigt und allumfassend, dass es besser ist, nur zu flüstern, wenn man seine Stimme gegen sie erhebt. Ich tue es nicht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend.